Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema Linienflugzeuge mit Elektro- und mit Wasserstoff. Wie sinnvoll die ganze Sache ist. Wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie dran. Tja, das ist ja in aller Munde. Wasserstoff ist jetzt der Retter der Energiewende und jetzt gehen wir erst auf Wasserstoffflugzeuge ein und danach auf Elektroflugzeuge. Gucken wir mal, wo jetzt die Stolperfallen sind dieser Technologie. Also Wasserstofffahrzeuge gibt es mittlerweile. Beispielsweise, ich habe den hier herausgesucht, den Toyota Mirai. Hier hat man zwei zylindrische Tanks. Hinten der ist quer, der liegt glaube ich unter der Rücksitzbank. Und der andere längs eingebaute Tank, der ist ungefähr da, wo früher der Kardan-Tunnel war. Und hier hat man zwei große Wasserstofftanks. Ich glaube, das Fahrzeug hat eine Reichweite von 500 Kilometer und da kommt hinten kein Kohlendioxid raus. Das ist konventionelles Auto. Ich weiß jetzt nicht, ob man eine Brennstoffzelle hat oder einen Verbrennungsmotor. Letztendlich ist das auch egal. So, also gehen tut das. Aber man kann, glaube ich, erkennen, dass die Tanks doch ein ziemliches Volumen haben und Sie müssen bedenken, wenn ich hier Flüssigwasserstoff habe, dann haben die Tanks, also die stehen unter 700 Bar und da ist dann bei diesen Tanks, ist dann die Wand, ich muss mal ausrechnen, muss ein gewisser Sicherheitsfaktor da sein, mindestens ein Zentimeter dicke gewickelte Kohlefasern. Also die Tanks werden so hergestellt, dass man da irgendwelche innen irgendwelche Behälter hat, die sind aus Kunststoff oder was auch immer, oder Metall. Und da sind schon die Ventile dran und dann kommen die in eine Maschine rein und dann drehen die sich ganz schnell und dann werden die gewickelt. Und dann hat man so einen Tank. Ja. Und die Wandung muss natürlich viel dicker sein als beim normalen Kraftstofftank. Weil ja, wenn ich da 700 Bar reinpacke, ich rechne es mal aus, das wird mal spannend, nennt sich Kesselbrückformel, das ist gar nicht so schwer zu rechnen. Und dann kann man da dann gucken, wie viel Mindestdicke es. Und das steigt auch linear. Also beim Tank mit dem doppelten Durchmesser brauche ich ja eine doppelt so dicke Wand. Das ist alles ziemlich einfach. So sieht es bei einem Auto aus. Ich glaube, zwei Autos gibt es mittlerweile. Beides japanische Autos, weil Japan stellt Wasserstoff meines Erachtens alles mit Atomkraft her. Da ist das einfach. Gut. Aber jetzt wollte ich ja zu Flugzeugen und jetzt haben wir hier so eine Sache. Jetzt gucken wir alles mal, alles fließt. Jetzt gehen wir mal auf ein konventionelles Flugzeug. Das ist hier ein Airbus. Das ist aus der Flugrevue. Dasselbe Bild kriegen Sie beim Airbus auch. Ich gucke mal, ob ich es vergrößern kann. Ja gut, prinzipielle Darstellung. Und zwar hat man hier bei einem normalen Verkehrsflugzeug sind die Tanks in den Tragflächen. Gehen wir mal hier drauf. Das sind die Innentanks, mittleren Außentanks. Das sind verschiedene. Und hier erkennt man eben die Tanks in den Tragflächen. Die Tragflächen sind halt vielleicht ungefähr 50 cm, könnte man sich ausrechnen. Die sind vielleicht 50 cm dick. Und da sind dann schwappt normalerweise das Kerosin drin rum. Was man als Spezialität beim Airbus noch hat, ist der Tank hinten im Höhenleitwerk. Der dient zur Trimmung, damit man das Flugzeug quasi kritischer fliegen kann, das möchte ich jetzt nicht erklären. Damit spart man Treibstoff, indem man das Flugzeug nicht immer überstabil fliegt. Das ist hier. Und jetzt haben wir ja schon vorhin gesehen, da haben wir zylindrische Tanks. Und es geht nur zylindrisch, eben wegen dem hohen Druck. Und jetzt kann ich mir mal überlegen, wie ich diese zylindrischen Tanks da in die Tragfläche bringe. Weil es mit der Tragfläche hat natürlich noch einen ganz großen Vorteil. Wenn ich so einen Tank im Rumpf unterbringe, habe ich auf die Tragflächen höhere Biegemomente und dann muss ich mir die Tragflächen stabiler bauen. Also ein höheres Biegemoment ertragen. Und wenn ich aber wenn ich das Treibstoff in der Tragfläche unterbringe, das zwar dann nur beim Starten und Landen schlecht, aber während des Fluges habe ich dann weniger Lastfehlfahrer und das Flugzeug wird dann leichter und das Problem beim Flugzeug ist das Gewicht. Das sehen wir beispielsweise, dass das beim Auto nicht so kritisch ist.
BMW hat ja den i3 gebaut, der jetzt dieses Jahr 2022 ausläuft. Den haben die extrem auf Gewicht gebaut und haben dann Elektrofahrzeug gebaut. Und dann hat die Konkurrenz nachgebaut, aber in normale Karosserie, weil sie sagen, dass das bisschen, was ich da verliere, das ist, da baue ich lieber eine normale Blechkarosse rum, weil wenn ich dann noch eine Carbonkarosse rumbaue, ist das einfach zu teuer. Das ist bei einem Auto. Ein Auto ist nicht so gewichtskritisch. Aber Flugzeuge sind gewichtskritisch. Und hier kann man schon mal einige Prozente Verlust dann eingehen, wenn ich die Tragflächen stabiler bauen muss, wenn ich eben den Treibstoff in den Rumpf reinpacke. Und dann wird es nochmal problematisch. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Airbus hat ja ein Konzept vorgestellt, das sehen Sie hier. Das ist das hier. Das ist ein Air Hydrogen und so weiter. Und da sind, also Sie sehen, was hier für Tanks vorgesehen sind. Die Tanks sind gigantisch. Normalerweise sind die in dieser dünnen Tragfläche drin. Und jetzt will Airbus dahin gehen, Zero, mit Zero Emission, und will da die gelben Tanks, das geht größer, ja, sehen Sie hier. Ach, schlecht. Und Airbus will jetzt diese Tanks in den Rumpf einbauen. Da geht denen erstmal schon ungefähr 40, 50 Passagiere geht denen flöten. Wir haben hier noch ein Problem. Wie wollen die das machen? Weil wenn ich hinten die Tanks fülle, dann kriegt der Trimproblem in seinem Airbus, weil ja hinten, wenn die Tanks leer werden, wird der hinten zu leicht und dann wird der Kopf lastig. Ich kann das nicht umtrimmen. Wir haben ja vorhin gesehen im anderen Konzept, Airbus macht das ja sogar sehr trickreich. Die haben das damit angefangen, dass die hier das optimal machen, um Treibstoff zu sparen. Das ist eine high sophisticated ist das. Und hier geht es schon mal nicht mehr. Und hier habe ich hinter dem, also das Problem ist es, dass so ein Flugzeug einen Schwerpunkt hat. Und das dürfte ungefähr hier liegen, dieser Schwerpunkt, etwa in der Mitte, hinter den Triebwerken. Da dürfte etwa der Schwerpunkt des Flugzeugs liegen. Und hinten habe ich dann diverse Tonnen Treibstoff drin. Was machen wir gleich? Und das ist dann, wenn das Flugzeug dann, wenn die leer sind, dann ist der Kopf lastig. Und dann wird es schwierig. Also das funktioniert alles nicht. Und jetzt könnte man sagen, jetzt baue ich hier hinter den Piloten noch einen Tank ein, dann könnte man das ausgleichen. So einfach ist das nicht. Also gemäß Luftrecht muss der Pilot auch hinten, der ist ja wie der Kapitän eines Schiffes, der hat da quasi wie eine, das ist wie der Präsident in einem Land, der muss hinten reinkommen. Also der Pilot muss hinten rein können zu den Passagieren und kann denen, wenn da besoffene Leute drin sitzen, einen Marsch blasen. Der ist da oben Chef. Und der kann vermutlich auch Leute festnehmen, wenn es hart auf hart kommt. Ja, und jetzt, wo ist das und wo haben wir jetzt das Problem? Warum geht das irgendwie alles nicht? Und da haben wir hier einfach die Daten von Wasserstoff. Die habe ich Ihnen hier mal dargelegt. Und zwar haben wir pro Volumen, ich habe hier dargestellt vom für jeweiligen Brennstoff, die Tabelle hatte ich mal woanders auflegen, in Kilowattstunde pro Liter haben wir bei Kerosin haben wir rund 10,5, da kann man es einfach rechnen, Kilowattstunde pro Liter. Und Flüssigwasserstoff liegen wir bei genau einem Fünftel lustigerweise. Das bedeutet pro Liter, ich muss das fünffache Volumen muss ich speichern, um den Wasserstoff aufzunehmen. Das ist hier beim Flugzeug ist es ein gigantisches Volumenproblem. Gewichtsproblem ist übrigens nicht, lustigerweise. Wasserstoff, also machen wir erstmal das Volumenproblem. Ich habe hier also das fünffache Volumen und das muss ich dann irgendwo da unterbringen. Und das, wie Sie gesehen haben, Sie brauchen riesige Tanks und dann wird das beim Flugzeug schwierig. Ich könnte die auch oben und unten auf die Tanks tun. Das wird dann auch bedenklich, weil ja das Flugzeug dann wieder einen deutlich größeren Widerstand bekommt. Also ganz einfach ist die Sache nicht. Und wie das auch gemäß Luftrecht und Zulassung so aussieht, wenn das ausströmt und das Flugzeug explodieren kann, das steht noch auf dem anderen Blatt, wie das zugelassen werden soll, weil Wasserstoff ist halt ein bisschen gefährlicher als Kerosin. Kerosin und Heizöl brennt ja gar nicht so leicht. Und ich hatte ja schon gesagt, dass Wasserstoff auch das große Problem hat, dass Wasserstoff durch die Wände von Tanks durchdiffundiert.
Ich weiß jetzt nicht, wie krass das ist bei diesen Flüssigwasserstofftanks, aber da gehen die kleinen Teilchen vom Wasserstoff gehen tatsächlich durch die Wände durch, weil das Wasserstoff ist das kleinste Element, was es gibt. Und die sind so klein, dass die dann durch diese Kunststoffe beispielsweise, wo die Kohlefaser gewickelt ist, durchgehen. Das muss man alles lüften und so weiter. Also die Zulassung dürfte ein Riesenproblem sein. Und eben die Trimmung ist ein Problem und das passt zumindest bei den Flugzeugen, die wir heutzutage haben, so nicht richtig wirklich ins Luftrecht rein. Was eigentlich günstig ist, erkennt man hier. Ich habe hier die von Flüssigwasserstoff hat 33,3 Kilowattstunde pro Kilogramm. Und ich habe hier nur 10,4 Kilowattstunde pro Liter angegeben. Das ist Liter, ist aber weniger als ein Kilogramm. Das heißt also, wir haben ungefähr bei Kerosin etwa 8 Kilowattstunden, etwa über den dicken Daumen 8 Kilowattstunde pro Kilogramm. Wasserstoff hat 33, also ziemlich genau das Vierfache an Energie. Das ist deswegen haben auch eben Raketen am besten haben Wasserstoff, die letztendlich zumindest die Oberstufen haben Wasserstoffantrieb, weil eben als freigesetzte Energie im Wasserstoff tatsächlich viermal so drin ist wie in Kerosin pro Gewicht. Von der Seite ist Wasserstoff relativ günstig. Ich will ja nicht alles schlecht reden, ich will das ja von allen Seiten beleuchten. Das sehen wir hier. Also, aber das Volumen muss ich irgendwo unterbringen und das wird bei einem Flugzeug, weil ich es im Rumpf unterbringen kann, in Tragfläche geht es nicht unter, weil das Volumen einfach fünfmal so groß ist, das kann schlecht gehen. Und das heißt also im Prinzip, ja, und wenn ich es in der Tragfläche unterbringen wollte, kann man ausrechnen, wenn es, dass man so kleine zylindrische Tanks hat, wie vom Auto gezeigt, und hätte man nur ein Zehntel an Reichweite, das kann nicht funktionieren. Und hier haben wir ein Trimproblem. Und jetzt noch ganz kurz zu Akkuflugzeugen, die wir ja auch, die wollen ja mit Akkus fliegen. Es gibt ja Flugzeuge mit Akkus. Wie gesagt, ich habe einen Freund, der fliegt einen Archaeopteryx Elektro. Müssen Sie mal gucken. Das wird Rupert Composites, stellt den her. Ist ein wildes Teil, aber der wiegt halt mit Akkus 100 Kilogramm. Da kann er durch die Gegend fliegen. Nur, wir haben hier als Inhalt für Kerosin ungefähr 10, sagen wir mal 10 Kilowattstunden pro Liter, also pro Volumen. Und hier haben wir 0,25, kleiner als 0,25 Kilowatt. Jetzt habe ich das nicht umgerechnet, aber ich sehe, dass ich ungefähr das 40-fache oder ein Vierzigstel über den dicken Daumen, wenn ich jetzt sage, ungefähr, dass Lithium-Akkus, ich weiß nicht genau, ungefähr auch eins wiegen, dann liege ich ungefähr bei ein Vierzigstel an Energieinhalt, was ein Lithium-Akku hat, gegenüber Kerosin. Gut, da habe ich dann eine Turbine, die muss ich dann im Elektromotor vergleichen, aber Turbine im Elektromotor, das dürfte aufs Gleiche rauskommen. Das große Problem des großen Gewichts, aber in den Turbinen habe ich eigentlich relativ wenig Gewicht und diese Schaufeln und so weiter brauche ich dennoch in jedem Fall, selbst wenn ich mit Elektromotor antreiben würde. Von dieser Seite bin ich beim Faktor 40 beim Gewicht, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, dass so ein Elektromotor ungefähr, sagen wir mal, 90% Wirkungsgrad hat und geschätzt in der Turbine 45. Das bedeutet, ich bin mit der Speicherung, wenn ich mit Akku speichern will, dann bin ich bei den Akkus etwa 20 mal so schwer wie bei Kerosin. Und da Flugzeuge eben gewichtskritisch sind, da kann ich dann keine Passagiere und kein Ding, dann fliegt das nur leer rum, kann man das mit diesen Akkus. Verkehrsflugzeuge eben aufgrund der Speichermöglichkeiten. Wir haben einen Faktor 20 gegen Kerosin, können wir auch vergessen. Deswegen kann man das relativ kurz abhaken. Ich werde es nochmal unten nachrechnen, was für Gewicht so ein Lithium-Akku hat im Verhältnis zu Kerosin. Rechne ich Ihnen ganz genau nochmal aus, aber ob das jetzt 15 oder 25 sind, entschuldigen Sie, das ist da dann auch wurscht, weil man weiß, dass Flugzeuge immer gewichtskritisch sind.
Das Gewichtskritische spielt bei dem, eben bei Wasserstoff nicht die Rolle. Bei dem Wasserstoff hat zu viel Volumen, auch dann, wenn es flüssig ist, da haben, sind wir volumenkritisch und bei Akkus sind wir gewichtskritisch. Ist nun mal leider so. Tut mir leid, dass ich Ihnen auch diesen Zahn ziehen muss. Das funktioniert alles nicht vernünftig. Nächster Punkt, wie lassen wir es zu, wenn da so ein Akku anfängt zu brennen? Beim Flugzeug, das muss ja dann ganz schnell notlanden können. Bei Flugzeugen muss ich ja jeden Akku einzeln überwachen, dass der funktioniert. Ob ich damit dann 100% Brände verhindern kann, weiß ich nicht. Wir haben ja gerade einen riesigen Brand eines Frachters gehabt, der Autos transportiert hat nach Amerika. Da wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein, dass die Elektroautos angefangen haben zu brennen, weil die anderen können ganz schlecht brennen, weil die ja nämlich in den normalen Fahrzeugen nämlich quasi kein Treibstoff drin ist. Die Tanks sind komplett leer aus Sicherheitsgründen. Aber die Akkus sind dann zwar auch nicht voll, aber wenn die angefangen zu brennen, ist es trotzdem übel. Da fängt was an zu brennen und dann sind da Tausende von Autos jetzt verbrannt vor einer Woche ungefähr auf einer Fähre. In diesem Sinne, also so ganz einfach ist das nicht mit dem Luftrecht, kann ich Ihnen sagen. Sie müssen das nämlich alles zugelassen bekommen. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal.